Hallo, liebe Freunde der Nacht und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Blood Omen 1. Und ich hoffe, dass ich jetzt endlich aus dieser verdammten Burg rauskomme. Ah, da, da, da. Ist ja gleich ein super Anfang. Und wieso habe ich da eigentlich gerade magische Energie verloren, wenn ich geschlagen werde? Versteht ihr das? Ich verstehe es nämlich nicht. Ist hier echt sonst keine Tür? Oh, hier unten ist eine Tür. Aber die ist zu. Aber da kann ich als Nebel durch. Frage ist nur, was würde es mir bringen? Gar nichts. Einfach rein gar nichts. Weil es dort sonst keine Tür gäbe. Aber so oder so muss ich mich ja verwandeln. Ich gucke mich einfach mal um. Oh, wenigstens also eine Kugel. Ist hier irgendwo vielleicht doch ein Schalter oder so? Nein, hier ist einfach wirklich rein gar nichts. Das heißt, dieser Weg ist nicht der richtige. Denn bei dem Secret kam ich ja nicht weiter. Ach, verpisst euch. Oh, hier ist ja ein Weg. Oder wie sehe ich das gerade? Kann ich hier nach oben durch? Nein, natürlich nicht. Oh Gott, ich irre hier umher und weiß weder ein noch aus. Ist doch scheiße. Ach nee, hier war ja nur Dingens, oder? Oder wo bin ich jetzt? Ach nee, ich bin jetzt hier. Und die Tür war ja jetzt zu, naja, genau. Ich muss einfach nochmal die Schalter umlegen, glaube ich. Mit ein bisschen Glück jedenfalls. Mit ein bisschen Glück kann ich dann hier raus. Ich hoffe es einfach mal sehr. Ah! Wieso kann ich den Schalter nicht betätigen? Warum kann ich diesen Scheißschalter nicht betätigen? Ich komme aus dieser Burg nicht mehr raus. Das ist doch scheiße. Wieso komme ich denn hier nicht raus? Diesen Schalter konnte ich betätigen. Ah! Wo bin ich? Wenigstens bin ich jetzt mal woanders. Ist doch schon mal viel wert. Ich schaff das schon irgendwann hier raus. So, du stirbst jetzt erstmal. Aua. So, raus hier. Darf ich jetzt mal bitte hier irgendwie die Burg verlassen? Ich will nach Hause. Jetzt bin ich schon wieder hier gelandet. Wieso das denn? Achso. Ich hoffe sehr, dass ich jetzt hier raus kann. Bitte lass die Tür offen sein. 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 Lass die Tür. Ja! Ich komme nach Hause. Ein Glück. Oh, das war ein bisschen zu viel. Die Tür da ist ja zu. Ich muss hier lang. Aber das war doch hier der Anfangsbereich, ne? Aber ich will doch gar nicht nach da.
Hä, wie bin ich denn jetzt hier gegangen, dass ich jetzt hier... Wieso? Ach Mann. Warum sind hier jetzt überall Zacken und Stacheln und so? Das finde ich nicht toll. Halt. Ja, aber das war doch der Keller, durch den ich gekommen bin. Wenigstens etwas. Ich komme langsam aber sicher voran. So sieht es jedenfalls aus. Auf den ersten Blick. Und ich hoffe, ich irre mich nicht. War ich da überhaupt? Die Tür sieht offen aus. Frage ist nur, ob die Tür offen ist, aber ich glaube, sie ist offen. Ich hoffe es einfach mal sehr. Ich will einfach nur noch hier raus und das Spiel jetzt beenden, ganz ehrlich. Ich will einfach nur hier weg. Ich will einfach nur hier weg. Hilfe! Aua! Aua! Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Lass mich. Wieso gehe ich jetzt hier nach oben? Ach so, ist richtig, okay. Oh mein Gott, 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 oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott, 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 oh mein Gott. Ja, ich wiederhole mich gerne. Oh. Bin ich jetzt mal hier endlich irgendwie... Ich will hier raus. Ich will hier raus. Warum finde ich hier so viele Mana-Kugeln? Ich glaube, hier muss ich lang. Ja, es sieht richtig aus. Ach, das war doch jetzt hier der Anfangsbereich, wirklich schlecht hin, oder? Jetzt kommt doch ein Speicherpunkt und dann bin ich draußen, ne? Ja, oh. Oh, thank Gott. Die Burg ist mir eindeutig zu riesig und die kriegt nochmal viele Herzen, ja. Ein eindeutiges Zeichen, der Showdown des Spiels fängt an. Mann, bin ich froh, dass hier ein Grab ist, also ein Speicherpunkt. Das ist ja, boah. War das jetzt der, wo ich gespeichert hatte? Ich weiß es nicht. Hatte ich nicht auf dem freien Speicherplatz gespeichert? Ich überspeichere den jetzt. Aus Sicherheitsgründen. Ich glaube, der unterste war ja auch sowieso richtig, oder? Aber auf jeden Fall wird die richtige Zeit jetzt da angezeigt. Das heißt, er hat wirklich gespeichert. Das kam mir gerade eben nämlich sehr komisch vor. Kann es sein, dass ich mich irre und alles sowieso in Ordnung ist, aber naja, sicher ist sicher, ne? Man weiß ja nie. So, jetzt bin ich gespannt. Und plötzlich fand ich mich in Nosgoth wieder, das ich kannte. Von der Schlacht war nichts mehr zu sehen. Allerdings war etwas nicht in Ordnung. Aus der Ferne hörte ich Schreie, und der aus dem Süden kommende Wind brachte einen leichten Geruch von Vampirblut mit sich. Ja, das ist definitiv nicht gut. Aber hier sind keine Zelte. Ach, wisst ihr was? Ich renne jetzt hier einfach durch und passt schon.
Hab doch gar nicht, dass hier irgendwie noch Goodies rumliegen. Na, jetzt bin ich endlich hier, wo mich der Teleporter ja auch hingeführt hatte. Oh, scheiße. Ah, hier kann ich jetzt auch wirklich gar nicht mehr lang, okay. Oh, guck mal, cool. Oh, guck mal, Schildkröten, ja. Ah! Nichts wie raus hier, wieso kann ich nicht raus? Ja, wollte schon gerade sagen. Miep. Wo geht's lang? Wo kann ich nach Hause? Ich glaube, oh, oh, oh. Ich glaube, oh, 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 genau. Einfach nur geradeaus in der Hoffnung, dass es richtig ist. War hier nicht irgendwie auch ein Speicherpunkt oder so drin? Irgendwo? Alter! Scheiße. Ich wechsle mal wieder zum Schwert, würde ich sagen. Erstmal das normale Schwert, passt schon. Sind jetzt auch überall neue Sachen in den Häusern? Muss ich jetzt alle Häuser nochmal abgehen? Ich meine, wirkliche Secrets sind das ja nicht, sind einfach nur Goodies, von daher brauche ich das eigentlich nicht. Hoffe ich doch mal. Ich habe jetzt nämlich keine Lust dazu, alle Häuser hier nochmal abzugehen, ehrlich gesagt. Wo war denn eigentlich der Speicherpunkt mal davon abgesehen? Hier oben kann ich ja jetzt nicht rein, okay. Es war doch die Hütte hier ganz unten links. Und, oder? Und, oder? Hier vielleicht? War hier irgendwie ein Speicherpunkt oder so? Alter! Na, wenigstens sind hier schlafende Leute. Dass ich wieder ein bisschen hier auffüllen kann. Aber hier ist kein Secret drin. Das ist nicht so schön. Ach, hallo. Frühaufsteher, hä? Huh? Davon abgesehen bin ich auch wirklich im völlig falschen Haus. Ach, ich bin ja auch im völlig falschen Dorf, mal davon abgesehen. Und ich wundere mich, warum kein Speicherpunkt da ist. Ja, super. Was ist denn hier drin? Herrlich, ne? Ich verwechsel das Dorf, ich verwechsel die Häuser, ich verwechsel einfach alles. Stirb. Ist da noch was anderes außer Peitsche? Nee, ich glaube nicht. Und wie viel Peitsche habe ich? 99, das heißt, ich könnte eh keine nehmen. Gut. Da kann ich mir den Sprung dahin sparen. Na! Ah! Verrückte mit ihrer Fackel nach mir schlagen, ey. Hey, komm her. Wir waren ja vorher nur Nemesis-Krieger. Die sind jetzt alle natürlich weg. Das ist gut. Ist hier noch irgendwo jemand? Nein. Gut. Dann rein hier mit uns.
dachte schon gerade, ich könnte schon keine Herzen mehr einsammeln hier. Also so viele Herzen habe ich garantiert noch nicht. 99, das kann mir nicht passieren. Mir nicht. Bleib hier, ich brauche Blut. Ach du Wichser, ey. Gerade Feuer, was Vampiren besonders schadet, ne? Du bist doch echt ein Arsch. Ja, ich meine, das ist klar, dass er nicht nett zu mir ist, ne? Hey, Victor! Hey, Victor! Der letzte Treffer muss natürlich nochmal sitzen, ne? Vor allem der letzte Treffer. Der letzte Schlag, würde ich sagen. So, jetzt gehe ich aber wirklich her. Oh! Es scheint der absolute Wahnsinn. Ich tötete ihren verehrten König Wilhelm und das Volk verspürte danach auf einmal einen Durst nach Vampirblut. Und warum freut dich das so sehr, Kain? Ich meine, der lacht sich da total kaputt. Aber warum? Das ergibt keinen Sinn. Wieso sollte er sich freuen, wenn seine Rasse abgeschlachtet wird? Hallo? Kain, aus dir werde ich gerade überhaupt nicht schlau. Warum hat er sich da so kaputt gelacht? Ich verstehe das nicht. Kain, ich werde aus dir echt nicht schlau. Du bist ein sehr komischer Kauz. Mal sehen, ob hier jetzt noch irgendwas ist. Ja. Versucht nur, mich aufzuhalten. Na los, schlag mich doch. Schlag mich doch. Damit bringst du dir nur selber den Tod, mein Freund. Nur dir selbst, aber mir wirst du damit nichts anhaben können. Ich frage mich, wohin genau ich dann gehen muss. Das weiß ich nämlich echt nicht. Hey, Victor! Zum Glück gibt's ja hier genügend Blut. Das ist echt mein großer Vorteil hier. Hier in diesem Dorf war auf jeden Fall ein Speicherpunkt. So viel ist doch sicher. Ja, Peitsche kann ich echt nicht mehr tragen. Schade, 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 schade. Oh, du bist ja ein... Scheiße, ich wollte noch weggehen. Naja, zumindest kann ich mich jetzt an dir laben. So viel ist sicher. Ja, komm. Wie viele Kämpfer hier jetzt sind, ne? Das sind ja echt extrem viele. Oh, da kommt mir das jetzt nur so schlimm vor. Naja, zumindest ist hier ein Speicherpunkt, das ist das Wichtigste. Yes. Oh. So, überspeichere ich den auch mal. Ja, bitte. Und dann beende ich hier auch mal den Part, würde ich sagen, denn die Zeit ist ja definitiv rum. Und wir sehen uns dann hier im nächsten Part wieder und ich denke, wir werden dann wirklich gleich in ein paar weiteren Parts das Spiel schon beenden können. Also seid gespannt auf das große Finale. Ich bin's auch, denn ich weiß es nicht mehr alles so genau, was da jetzt so sich abgespielt hat. Von daher, ich bin auch sehr gespannt. Und ja, bis zum nächsten Part, ihr Lieben, ne? Ciao, ciao.